Hallo und herzlich willkommen zu Folge 76 meines Feed the Beast auf Twenty Let's Plays. In der letzten Aufnahme haben wir diese wunderbare Kuhfarm gebaut und uns Nether Wars in unsere andere Farm reingepackt. Und ich habe zwischen den Aufnahmen, ja, die letzte Aufnahme ist ein bisschen länger her und ich habe zwischen den Aufnahmen ein bisschen was getan. Man sieht es vielleicht auch schon ein bisschen. Ich habe eine verdammte Menge Feed the Beast Insanity gespielt, aber halt nicht aufgenommen, sondern nur gespielt, um uns ein bisschen mehr Zeug zu ermöglichen. Aber das gehört natürlich eigentlich jetzt gar nicht hier rein. Wichtig ist aber, ich habe ein bisschen Off-Camera-Arbeit auch für den Authentic Pack gemacht. Und zwar habe ich ein bisschen aufgeräumt und das da gemacht, das erkläre ich gleich. So, das erste hier, dieses wunderbare Teil. Ich habe unsere Igneous Extruder hier unten hingebracht. Und habe sie an Supplier Pipes für Logistics, also Logistics Fluid Supplier Pipes angeschlossen. Mann. Das Teil lässt also immer 4000 Wasser hier drin, also 4000 Millibuckets Wasser und ein Bucket Lava ist sowieso da immer drin. Und dann der zweite, der für Obsidian, der hat hier sein Wasser und hat dort unten, ihr seht, dort geht noch eine Pipe nach unten, hier die Stone Transport Pipe, erkennt ihr dort oben, Stone Transport Pipe, die geht noch nach unten da rein und geht dann auch noch da unten in den Igneous Extruder, dort sollte man sie so ganz minimal sehen können, da. Und die hält dann auch noch Lava hier drin, sodass dann halt immer Lava und Wasser hier drin sind und das Teil hier Obsidian herstellen kann. Das habe ich einfach nur aus Platzgründen gemacht, weil es mich langsam echt angekotzt hat, dass immer so wenig Platz hier da oben war. Und deswegen habe ich die jetzt mal hier unten hingebracht, denn hier ist genug Platz. Wichtig ist natürlich jetzt, dass er hier den Output ausschaltet, das heißt, dass es hier nicht orange und auch nicht blau ist, sondern einfach nur neutral, ansonsten interferiert es nämlich mit dieser wunderbaren Kiste. Gut, dann habe ich natürlich dann auch ein bisschen hier aufgeräumt, denn das war ja das, was mich genervt hat. Ich habe die Glacial Precipitators so hingestellt, dass wir jetzt die am Wasser drin haben und dass ich jetzt außerdem das Crafting-System hier ein bisschen umstellen konnte. Also, die Glacial Precipitators bekommen ihren Strom weiterhin von unten und ihr seht auch, dort ist der Strom, dass ich den Aqueous Accumulator, also da ist der, die RE-Dingens, da heißt Energy Cell, und den Aqueous Accumulator habe ich darauf eingestellt, dass er auch nach unten Wasser ausgibt. Und das geht in einen Tank, ihr seht es wieder hier oben, und das wiederum ist an der Logistics Fluid Provider Pipe angeschlossen, sodass wir auch immer Wasser im System haben. Das heißt, das Teil gibt uns jetzt unser Wasser. Und halt die das Fluid Duct, was halt hier die Glacial Precipitators alle mit Wasser befüllt. Die Provider Pipes liegen natürlich auch unter den Kisten hier. Ihr könnt es vielleicht sehen, wenn ich... Round the awkward planks. Ich hätte die Provider sogar vergessen. Habe ich sogar. Zumindest hier. Ups. Aber die anderen beiden sind Provider ausgestattet. Und hier muss ich dann nochmal ganz kurz ausstatten. Wo sind die dann angeschlossen, wenn ich hier... Das ist wohl da hinten. Was nämlich ja auch auffällt, ist, dass ich hier das Ding einen weiter rüber gestellt habe, um auch hier Craft Talents spannen. Die Power Junction ist jetzt dort hinten. Da. Logistics Power Junction ist jetzt hier hinten. Und ihr seht, dass ich jetzt den ganzen Table, die beiden einmal rübergestellt habe. Die Pipe, die vorher oben drauf war, ist jetzt da unten. Und ich hole nochmal kurz. Hier heißen die Dinger noch Fassads. Zwei Fassads. Auch noch. So. Eine kommt da unten ran. Daran sieht das auch wieder gut aus. Ja, ihr seht halt, dort unten ist die Provider Pipe, die Crafting Pipe und hier ist die Satellite Pipe. Ja, das habe ich halt gemacht, damit es ein bisschen besser aussieht, ein bisschen kompakter aussieht und mehr brauchen wir sowieso nicht, also passt das so. Dann haben wir hier die Provider Pipe, die jetzt hier nochmal... Wie sinnlos ist es jetzt eigentlich? Achso, natürlich ist es nicht sinnlos, weil wir hier den Energiestrahl noch durch haben und dann ist der Energiestrahl leichter zu machen. So, aber hier kommt noch eine Provider dran, die auch noch wieder eine Fassade kriegt. So, und da sollten wir jetzt auch wieder Eis im System haben. Kein Plan, wofür wir jemals Eis brauchen werden, aber ich hab's. So, also, das ist halt unser System jetzt. Wir haben
Hier unter jetzt die Crafting Pipe für Iron Chipsets. Assembly Table steht jetzt hier. Und jetzt können wir die Steam Dynamos auch endlich mal vernünftig benutzen, weil sie nicht von 5000 anderen Sachen zugekleistert sind. Und wir kommen halt auch mal leicht an unsere Energy Cell oder so ran. Dann, was habe ich noch gemacht? Zack, hier runter. Ach ja, das nächste, was ich noch mal gemacht habe, ist das hier, dieses kleine System. Und zwar erinnerte ich ja noch, wir haben vorher die UV Lightbox dort gehabt. Hier läuft immer noch das Redstone entlang, das halt den Pressure-Teil ausschaltet. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir eine Kiste genommen mit einem Omnidirectional Hopper und halt der UV Lightbox da dran. Also ich habe halt so mich hingestellt, so, habe den so hingesetzt, damit das Teil halt dann auch hier mit der Kiste interferieren kann, beziehungsweise sich halt interagieren, in dem Falle wohl ja. Dann der Hopper packt halt automatisch PCBs hier rein, ihr seht es. Und was ich außerdem gemacht habe, ein bisschen Aufwand, die Upgrade-Slots gefüllt. Und zwar ist es nämlich so, wenn ihr dort jetzt ein Item rausnimmt, packt ihr dort ein PCB rein. Was ich gemacht habe, ist, ich habe die gesamte Kiste geleert, habe den PCB rausgenommen, habe ihm einen Cobblestone gegeben. Ich zeige euch das jetzt nochmal genauer. Und zwar waren da nämlich jetzt 4 PCBs drin in dem Upgrade-Slot, so wie jetzt. Und dann habe ich einen, den letzten rausgenommen, einen reingelegt, den rausgenommen, einen Kabel reingelegt. Dann seht ihr nämlich schon, wie das Ganze sich so auffüllt, wie es soll. Jetzt habe ich natürlich den Fehler gemacht, eins rauszunehmen. Also einmal wieder so, ein und den raus und wieder ein, logischerweise. Und dann können die Teile da wieder rein, denn dann ist das ganze Ding hier mit Kabel befüllt. Die Upgrade-Slots können wir irgendwann bestimmt nochmal für Upgrades benutzen, aber das Einzige, was da reinpasst, sind Speed-Upgrades. Und die brauchen wir nicht, das Ding ist schnell genug. Also mit Kabel füllen, so wie ich es gerade gemacht habe. Warum? Ihr könnt die nicht direkt dort reinpacken, sonst hätte ich mit diesem Aufwand nicht gemacht. So, jedenfalls UV Lightbox macht dann halt dieses Teil. Dann habe ich da drin einen Item Duct mit einem Item Filter, der sagt Edge Success Chance ist gleich 100% und Edging Progress ist gleich 3%. Die Edge Success Chance ist die Leiste dort unten und somit in Metadaten gespeichert. Das heißt, ihr müsst sagen, use Metadata, aber ignore NBT, denn Edging Progress wird in NBT gespeichert. Der Edging Progress wird in NBT gespeichert, die Edge Success Chance in Metadata. Somit könnt ihr das so, wenn ihr es so reinpackt, mit use Metadata, aber ignore NBT einstellen. Stack Size habe ich auch gleich 1 gesetzt, damit man nur 1 zur Zeit rauszieht und es dann in die Turtle packt. So, die Turtle erkläre ich euch gleich noch, was genau die macht und wofür sie da ist und halt, was der Punkt bei dem Ding ist. Dort unten ist immer noch die Edging Asset und wir haben hier unsere Unassembled PCBs. Die Turtle schmeißt nämlich fertige PCBs in die Kiste hier rein. Denn ihr wisst ja, Items in Minecraft decayen nach 5 Minuten automatisch und sind dann halt weg und gelöscht von der Welt. Und der Prozess des Etchen, also des, wie nennt man das auf Deutsch, halt des Fertigmachens von diesen Printed Circuit Boards, von den Dingern hier, von den Unassembled PCBs, braucht halt auch genau 5 Minuten. Also müssen wir die währenddessen immer wieder rausnehmen. Um das zu vereinfachen, habe ich mir eine Turtle gemacht, eine Advanced Turtle, damit ich auch die Sachen sehe, ob ich richtig geschrieben habe. Und einfach, weil ich das Geld dazu habe, beziehungsweise das Gold in dem Falle. Und ja, auf jeden Fall diese Turtle, wunderbar, ganz toll. Und zwar, Turtles sind kleine Computer, die sowohl ein Inventar haben, als auch Sachen benutzen können. Also ein normaler Computer kann per Default, also halt standardmäßig, nur mit Redstone interagieren und ein paar Sachen rechnen und printen und mit ein paar Upgrades dann noch ein bisschen mehr. Aber die Turtle ist eigentlich immer das, was mehr kann. Denn die Turtle hat ein Inventar, in das sie Sachen reinnehmen kann. Sie kann sich bewegen, kann durch die Gegend fahren und so weiter und so fort. Für das durch die Gegend fahren braucht sie übrigens Kohle bzw. andere Arten von Fuel. Also von Sprit sozusagen. Gut, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe dieser Turtle beigebracht, dass sie die Circuit Boards erstmal in die Asset schmeißen soll. Dann wieder rausziehen soll nach einer Weile, gucken soll, ob sie schon dem Ding entsprechen, dem Unassembled PCB, das ist nämlich das, was sie dann rausbekommt, ihr seht es hier schon. Und wenn sie dem Unassembled PCB entsprechen,
packt es in die Kiste. Ich habe das jetzt halt auf Kamera gemacht, weil ist gut so. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung ihr schon mit Coding habt. Ich bin relativ neu, was Lua Coding angeht. Ich habe schon ein bisschen VB und HTML und PHP und alles mal gemacht, um halt wegen halt Informatik. Wir haben Informatik in unserer Schule und ja, das gehört halt dazu bei uns zur Informatik. Aber Lua kenne ich eigentlich fast nichts. Also, na, ich werde die Programme zu 90% off-camera schreiben, weil ich es einfach noch nicht kann und deswegen immer nachgucken muss. Jetzt nochmal ganz kurz einen Pipe-Plug bestellen, um den Pipe-Plug dort abmachen zu können. So, einmal hier den Pipe-Plug. Zack. Den brauchen wir nämlich nicht mehr da dran. Denn jetzt passt das ja. Und zwar, ich versuche euch jetzt mal relativ kurz diesen Programm kurz zu erklären. Aber erstmal sage ich euch noch eine wichtige Sache. Und zwar, labelt eure Turtles. Also, es ist so, ihr könnt, wenn ihr jetzt diese Turtle abbauen würdet, ohne sie benannt zu haben, dann würden alle Programme, die ihr jemals darauf geschrieben habt, sofort gelöscht werden. Also, was ihr machen müsst, ist Label, Set und dann irgendeinen Namen. Ich habe jetzt in meinem Fall PCB genommen. So, Computer Label Set to PCB. Wenn ihr jetzt diese Turtle abbaut, ich mache das jetzt nicht, bin ich zu faul zu, aber wenn ihr die jetzt abbaut, bekommt ihr eine Turtle, die auch wirklich sagt, sie heißt PCB. Und somit halt, erstens nicht stackt und zweitens all ihre Programme gespeichert hat. Wenn ihr wissen wollt, wie eure Turtle momentan heißt, könnt ihr schreiben Label Get und dann seht ihr, Computer Label ist PCB, das Ding heißt PCB. So, was ihr dann machen könnt, ist Edit Startup. Startup ist das Programm, was immer am Anfang, wenn das Computer hochgefahren wird, wenn er gestartet wird, halt gestartet wird. Also immer wenn der Computer gestartet wird, wird auch das Programm Startup gestartet. Das ist wie bei Windows der Autostart. Wenn ihr irgendwas in den Autostart packt, wird es automatisch beim Starten des Computers auch mitgestartet. Das habt ihr zum Beispiel beim Windows Explorer, das heißt das, was euch die ganzen Icons auf den Desktop packt, das ist auch im Autostart drin. Und somit sind halt auch die Sachen, die ihr dort in Startup reinschreibt, sind automatisch beim Startup auszuführen für die Teil. Ihr könnt auch in Startup ein Kommando namens shell.run, Klammer auf, Anführungszeichen, Name des Programms, Klammer zu, Anführungszeichen, Klammer zu, schreiben, um dann halt halt ein bestimmtes Programm laufen zu lassen. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, hier ist mal Control Exit mache, Control, also Steuerung und E könnt ihr drücken, um rauszukommen und Steuerung S, um zu saven, also um zu speichern. Und was ihr halt machen könnt, ist, ihr könnt jeglichen Programmnamen wählen, zum Beispiel Pro oder sowas, könnt ihr dieses Programm schreiben und dann könntet ihr Edit Startup machen, wenn ihr wollt, dass das Teil halt immer läuft. Und könnt dann schreiben shell.run, Klammer auf, und dann halt Name, Klammer zu. So müsstet ihr es schreiben. Und dann würde halt auch bei Startup dieses Programm ausgeführt werden. Aber ich habe es jetzt halt direkt in Startup reingeschrieben, weil ich sowieso das einzige Programm ist, was ich hier auf dieser Turtle haben werde. So, dann ist es halt auch so, warum ihr das machen müsst. Eine Turtle wird, oder generell jegliche Computer, werden jedes Mal neu gestartet, wenn ihr eure Welt neu startet. Also wenn ihr in eure Welt reinkommt, werden alle Computer neu gestartet. Das heißt also, wenn ihr wollt, dass das Teil auch, nachdem ihr die Welt verlassen habt und wieder reinkommt, noch weiterläuft, dann müsst ihr das halt mit in Startup reinpacken. Jetzt aber zu dem Zeug, was ich überhaupt geschrieben habe. Und zwar, das erste, was ich geschrieben habe, ist eine Schleife, while true do, und die hat hier unten wieder ein End. Das ist ganz wichtig, dass ihr immer dieses End am Ende schreibt, ansonsten funktioniert das nicht so wirklich gut. Auch das Do braucht ihr. Was diese Schleife macht, ist ganz einfach, sie läuft unendlich lange. Das heißt, solange ihr diese Schleife habt, die läuft unendlich lange, die hört nie auf. Wenn ihr sie ins Startup reinpackt, läuft immer genau dieses Programm, und zwar unendlich lange, hört niemals auf. So, dann habe ich ihm gesagt, turtle.select 1. Das selektiert erst einmal den ersten Slot. Das hier ist das selected Slot. Das liegt jetzt gerade an etwas anderem, und zwar daran, dass ich halt hier am Ende auf Set 15 bin und der gerade in seiner Sleep-Phase war. Was genau das heißt, erkläre ich euch gleich noch. Aber zuallererst selektiert er halt Slot 1, dann geht er von 1 bis 15 mit einer Verringerung von 1
durch die Slots durch. Also das ist eine Vorschleife. I ist eine Variable, das heißt, da kommt irgendeine Zahl oder irgendein Buchstabe rein. Und dann sagt ihr 1, das ist der Anfang, Komma 15, das ist übrigens ein Komma, also ja, Komma 15, 15 ist das Ende und Komma 1 ist die Erhöhung bzw. Verringerung der Schleife. Also wenn ihr jetzt wollt, das Ding würde jetzt sagen, ich kann das ja mal probieren, wenn ich jetzt mal, um euch das besser zu zeigen, so ein Computer ist ja nicht teuer, oder ich könnte auch einfach mal kurz Control Exit Edit Test und dann kann ich euch mal ganz kurz zeigen, for i ist gleich ein, na, ich muss ja eigentlich Leerzeichen dazwischen machen, 1,15,1 do, das ist ganz wichtig, und am Ende wieder ein end, und dann könnt ihr hier einen Tab hinmachen, damit ihr besser seht, was in dieser Schleife drin ist. Das ist aber nicht unbedingt notwendig, das ist nur Programmieren halt einfach. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, print i. Print schreibt einfach etwas auf dem Bildschirm. Wenn ich jetzt sage Ctrl S, Ctrl E und dann schreibe Test, dann füllt das Programm auf und ihr seht, dass dort die Zahlen von 1 bis 15, die passen nicht ganz auf dem Bildschirm, also um das nochmal besser zu machen, Test 1 bis 10, Control Save, Control Exit, Test, dann sollten jetzt die Zahlen von 1 bis 10 dort stehen. Das macht eine Vorschleife, ja, halt von 1 bis 10, 1,10 und dann um 1. Wenn ich das jetzt anders machen würde, zum Beispiel Edit, Test und dann 1,2, dann würde er Saven immer nicht vergessen. Test. Dann würde er halt jede zweite Zahl zählen. Das heißt 1, 3, 5, 7, 9. Und dann würde er halt nicht höher zählen, weil dann wäre 11 ja schon wieder größer als 10. Und somit würde er dann, hört er dann auf, weil passt halt nicht mehr. Aber jetzt sollte ich erstmal gucken. Delete. Test. Oh, ich bin so gut. Und dann dir. Yay. Mit dir könnt ihr gucken, was für Programm ihr drauf habt. Wenn ich jetzt wieder nochmal Edit, Test, Hi, Print, Hi, Control S, Control E und dann dir eingebe, dann sollte eigentlich dort auch Test erscheinen. Wenn wir jetzt Test ausführen, schreibt da einfach nur Hi und dann schreiben wir Delete, Test und es ist wieder weg, wenn ihr dir eingibt. So. Aber wichtig ist jetzt natürlich erstmal Startup. Das soll er jetzt nicht ausführen. Wenn ihr Steuerung und T eine kurze Weile gedrückt habt, also halt STRG plus T eine Weile lang gedrückt haltet, dann wird das Programm gestoppt. Mit Steuerung R startet ihr den Computer neu. Beides müsst ihr halten. Und nochmal Edit. Start ab. Ich kann echt nicht schreiben. So. Und halt unsere Schleife läuft jetzt also von 1 bis 15 durch. Das sind die 15 Slots übrigens. Deswegen 1 bis 15. Das Ding hat 16 Slots und den letzten müssen wir unangetastet lassen. Soll das Teil Suck Down machen. Das heißt, es nimmt Items, die unter sich sind, auf. Heißt aus der Etching Asset, denn darunter ist ja die Etching Asset. Und dann beenden wir diese Schleife. Starten eine neue Schleife, die auch wieder von 1 bis 15 geht mit der Erhöhung von 1. Wenn ihr dort minus 1 hinschreibt, geht das übrigens runter. Das habe ich jetzt nicht gezeigt, aber dann müsste es eigentlich runtergehen. Das habe ich noch nicht ausgetestet, aber egal. Dann sagt das Turtle.select i. Das heißt, die Variable i enthält zuerst 1, dann 2, dann 3, dann 4, dann 5 und das hoch bis 15. So je nachdem, welche Schleife ihr habt. Also i ist sozusagen die Variable, die gerade zeigt, wie hoch das Ding genau ist. Und wenn ihr Turtle.select i macht, dann geht das Teil automatisch von 1 bis 15 alle Slots durch. Ja, und dann sage ich ihm halt, wenn, if heißt wenn, turtle.compare to 16, das heißt, was auch immer du gerade anhast, das heißt zum Beispiel Slot 15 jetzt in dem Falle, ist gleich so wie 16, das ist Slot 16, wenn das true ist, das ist gleich heißt, halt,
ist gleich. Also wenn ihr nur ein ist gleich schreibt, dann ist es falsch, sondern ihr müsst zwei ist gleich schreiben. Das heißt dann auch wirklich ist gleich. Also wenn Turtle, also wenn das Item, was du gerade selektiert hast, gleich dem von 16 ist, dann, das ist das then, das sieht man jetzt hier nicht, aber das ist noch ein n dahinter, then turtle.drop. Drop schiebt ein Item nach vorne aus der Turtle. Vorne für die Turtle ist dort, wo dieser kleine Strich ist, und das ist in die Kiste rein, denn wenn vor der Turtle eine Kiste ist, dann packt sie es in die Kiste. Wenn dort keine Kiste ist übrigens, oder ihr die Kiste an der falschen Stelle setzt, schmeißt es das Ding einfach auf den Boden und dann habt ihr auch nichts gewonnen. Else wiederum sagt jetzt, falls das nicht so ist. Also, falls das Ganze nicht so ist, denn da haben wir geguckt, ob es so ist, falls es nicht so ist, dann soll er halt Dropdown machen, das heißt, er schmeißt es wieder in die Asset. Dann kommt wieder ein End, das ist dann das Ende der If-Verzweigung, und dann kommt das Ende der Schleife, und dann soll er 60 Sekunden schlafen. Sleep macht sozusagen, dass er 60 Sekunden wartet, also Sleep ist warten. Und 60 Sekunden, also es sind die Sekunden, die Angaben. Und wenn ich das jetzt starten, Ctrl S, Ctrl E, und jetzt Steuerung R gedrückt halten, dann sollte er jetzt eigentlich das machen, genau, ihr seht's, zack, er läuft durch alle Teile durch, prüft, ob die gleich sind, und sollte jetzt eigentlich noch die letzten zwei da, genau, jetzt sind es 6 unassembled PCBs, die hier drin sind. Und falls wir jetzt neue bekommen, das ist nämlich das Beste daran, jetzt läuft das Teil hier durch, empty PCB, läuft jetzt ja noch durch, einer liegt hier unten drin. Nach 60 Sekunden läuft das Teil noch, saugt das Teil erstmal noch einmal auf, heißt es saugt noch einmal diesen einen PCB auf und würde 15 Stück insgesamt aufsaugen und droppt die alle noch einmal wieder zurück, die halt nicht passen. Also er nimmt jetzt hier, wenn dieses Ding fertig ist, wird das in die Turtle gepackt. Und dann, sobald der nächste Durchlauf kommt, wird das wieder reingeschmissen, denn es ist ja noch nicht gleich dem, was wir brauchen. Und somit ist es wirklich komplett automatisiert. Wir brauchen nur hier unsere empty PCBs reinpacken, die wir hier produziert haben. Und hier kommen die fertigen unassembled PCBs raus. Natürlich müssen wir die jetzt noch assemblen, aber das kommt später. Ja, also diese Turtle, super toll. Ich kann ja eigentlich nochmal gucken, wenn ich jetzt Steuerung T mache. Und jetzt muss ich erstmal wieder überlegen. Wie hieß denn das noch? Wie ging denn das noch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich guck nochmal kurz nach. Bis gleich. Sehr schön, das hat funktioniert. Und zwar ist es jetzt so, ich habe jetzt erst einmal das Programm renamed. Das heißt Rename Startup PCB. Das Programm heißt jetzt PCB. Ihr seht, jetzt heißt es nur noch PCB. Wir haben kein Startup mehr. Und jetzt habe ich es auf Pastebin gepackt. Mit dem Kommando Pastebin put PCB könnt ihr ein Programm auf Pastebin direkt hochladen. Und zwar seht ihr, so bekommt ihr den Code. Steht hier sogar. Geil. Wenn ihr diesen Code hier, Pastebin get und dann G9XB mit großem Kleinschreibung beachtet, in eure Turtle eingebt, dann wird der automatisch runtergeladen. Natürlich müsst ihr dahinter noch, also müsst ihr das dann so schreiben. Pastebin get code. Also halt so Code. Das wäre halt dieser Code dort. Aber dann müsst ihr natürlich noch einen Namen hinschreiben. Also zum Beispiel hier Name. Dort müsst ihr jetzt einen Namen hin. Also Pastebin get, dann kommt der Code, von der, also der Pastebin Code und dann der Name. Wie ihr das in eurem Programm nennen wollt. Also ich habe es jetzt PCB genannt, ihr könntet das auch, keine Ahnung, Startup direkt wieder nennen oder ihr könntet es halt sonst irgendwie nennen. Also es ist vollkommen egal, ihr könnt es irgendwie benennen. Aber das Teil hier ist der Link. Wenn ich dran denke, packe ich das Ding noch in die Videobeschreibung. Mal kurz gucken. Ne, G9XBGS1N. So. Das sollte funktionieren. Wo habe ich das B da vorher? G9XBGS1N. Perfekt. So. Und das könnt ihr dann halt eingeben und dann bekommt eure Turtle automatisch dieses Programm. Ja, das ist schon mal schön. Das heißt, könnt ihr dieses Programm jetzt auch nehmen. Jetzt müssen wir natürlich noch machen Edit Startup. Und dann machen wir shell.run PCB.
will nur das Ende wieder. Ctrl S, Ctrl E, Ctrl R, also Steuerung. Ich mache ja kein Mac. Und jetzt seht ihr, wie das Programm auch läuft. Das heißt, es funktioniert alles sehr schön. Und wenn die UV-Lightbox in 5 Milliarden Jahren endlich fertig ist, dann sollten wir auch weiterhin Assembled PCBs bekommen. Aber um die UV-Lightbox kümmern wir uns dann nächste Aufnahme. Denn ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss, auch wenn wir jetzt gerade mal relativ viel noch an Zeit haben. Aber ich mache eigentlich fast immer länger. Und wahrscheinlich wird es auch dieses Mal wieder länger, weil ich so viel quatsche. Aber ja, nächste Aufnahme mache ich auf jeden Fall dann noch. Komisch. Nächste Aufnahme möchte ich dann auf jeden Fall Potions automatisieren und dann die Speed-Tränke mal automatisieren, denn ich möchte gerne halt die Speed-Upgrades gerne haben, also hier die Speed-Upgrades, und dafür brauche ich sowohl Speed-Potions als auch Kuchen. Kuchen sollten wir jetzt schon automatisch herstellen können. Wir haben eine Eier-Farm, wir haben eine Sugar-Farm, wir haben eine Wheat-Farm. Eier bekommen wir halt durch unser kleines Arithmetica-Teil da, dort bekommen wir auch Eier. Und ja, Milch ein. Haben wir jetzt ja auch schon geautocrafted ins Autocrafting-System eingemacht. Was auch immer. Auf jeden Fall können wir das halt autocraften. Und ja, sehr schön. Sollten wir dann damit unsere Speed Potions herstellen können. Also halt noch Speed Potions herstellen. Dann sollten wir uns auch automatisch Speed Upgrades herstellen können. Und das ist natürlich ein großer Schritt nach vorne, denn dann können wir das hier beschleunigen und auch diese blöden Pressure Chamber Interfaces hier mal extremst beschleunigen, weil das mich immer ankotzt, wie langsam die sind. Und dann sollten wir uns als nächstes danach wiederum um bessere Komprimierungsmöglichkeiten kümmern, das heißt um einen Electric Compressor. Aber das kommt dann noch. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt jemals auf das High Pressure System eingehen möchte, weil ich brauche kein High Pressure System. Das Aerial Interface läuft, glaube ich, auch mit weniger als High Pressure. Und somit brauche ich keine High Pressure. Weil auch die hier alle keine High Pressure brauchen. Naja, mal sehen. Werden wir sehen. Und wir werden sehen, sprach der Blinde, rannte gegen die Mauer. Und ja. Ich würde sagen, ich verabschiede mich dann für diese Aufnahme. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Feed the Beast auf Tentipack. Tschüss.